Cyberport präsentiert das Asus Taichi 21. Von Asus gibt es ja immer mal wieder diverse Besonderheiten, wie zum Beispiel dem Padphone oder dem demnächst erscheinenden PhonePad. Ihr derzeitiges Baby heißt Taichi 21 und zählt zur Rubrik Convertible Notebooks. Und was das bedeutet, sehen wir gleich. Zunächst schauen wir uns die technischen Daten an. Das Asus Taichi 21 ist 30,6 cm lang, 19,9 cm breit und 1,7 cm dick. Es wiegt 1,3 kg und hat zwei Full-HD-Displays mit einer Auflösung von jeweils 1920x1080 Pixeln. Im Inneren arbeitet ein Intel i5 Dual-Core-Prozessor mit 1,7 GHz und ein Arbeitsspeicher mit 4 GB. Außerdem bekommt man 128 GB SSD-Speicher zur Verfügung gestellt. Das Taichi 21 ist mit zwei USB 3.0 Anschlüssen, einer Combo-Audio-Buchse, einem Micro-HDMI-Anschluss und einem Mini-VGA-Steckplatz ausgestattet. Wer aufmerksam zugehört hat, wird die Besonderheit schon herausgefunden haben. Richtig, das Ultrabook von Asus besitzt zwei Displays. Dazu aber gleich mehr. Vorher schauen wir uns die Haptik an. Prinzipiell liegt das Taichi 21 recht gut in der Hand. Es ist sauber verarbeitet und besitzt alle wichtigen Anschlüsse. Gut, dass es zum Beispiel für ein Ethernet-Kabel einen entsprechenden USB-Adapter gibt. Allerdings gibt es auch hier das leidige Thema, wenn es um Convertible Notebooks geht. Denn mit 1,3 Kilogramm ist das Ultrabook, welches ja auch als Tablet genutzt werden soll, irgendwie dann doch zu schwer. Gut, im Vergleich mit dem Lenovo Yoga 11 liegt es auf gleicher Höhe. Aber auch dort haben wir schon einen Punkt abgezogen. Demzufolge machen wir das auch hier. Zum Display. Asus hat in das Taichi 21 zwei unabhängig voneinander funktionierende Full-HD-Panels eingebaut. Das vordere Notebook-Display wurde mit einer matten Schicht ausgestattet, welches nicht berührungsempfindlich ist. Die Rückseite dagegen ist mit einem stark spiegelnden Gorilla Glass 2 versehen. Das ist jedoch notwendig, da dieses Display als reiner Touchscreen fungiert. Die Pixeldichte beträgt 190 dpi und bringt somit ein sehr klares Bild mit, auch wenn die Schrift extrem klein ist. Die Helligkeit des Innendisplays ist passabel, die des Außendisplays leider nicht. An sonnigen Tagen wird man im Freien seine Probleme haben, etwas zu erkennen. Was uns auch aufgefallen ist und wir uns nicht sicher sind, ob das gewollt oder ein Fehler ist, stellt man die Displayauflösung etwas geringer ein, damit Texte oder Steuerelemente größer dargestellt werden, so bleibt dies nicht von Dauer. Spätestens beim nächsten Neustart ist alles wieder auf den Standard von 1920x1080 eingestellt. Finden wir nicht so gut. Vorinstalliert ist Windows 8 in der 64-Bit-Variante. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber dem Lenovo Yoga, auf dem nur Windows RT läuft. Denn hier hat man nun ein vollwertiges Betriebssystem, mit dem sich alle Windows-basierten Programme installieren lassen. Aber auch hier müssen wir wieder meckern. Denn obwohl ein Intel Core i5-Prozessor eingebaut wurde, so starten viele Programme nur sehr träge. Das liegt vor allem auch an der teilweise recht hohen CPU-Auslastung, die bereits im Standby den Nutzer zur Verzweiflung bringen kann. Hinzu kommt, dass das Taichi 21 nach einer Weile des Arbeitens sehr heiß auf der Unterseite wird. In Tests von Kollegen wurden dabei Temperaturen bis zu 47 Grad auf der Außenseite gemessen. Zusätzlich sind die Lüfter unter Last penetrant laut, was das Arbeiten auf Dauer sehr stört. Für all das gibt's von uns den Daumen runter. Die Besonderheit des Taichi ist das berührungsempfindliche Display auf der Außenseite. Um das zu aktivieren, gibt es die blaue Taichi Home-Taste auf dem Keyboard, mit der man auch zwei weitere Profile aufrufen kann. Einmal den Spiegelmodus, bei dem sich das Frontdisplay 1:1 auf der Rückseite spiegelt und man seinem Gegenüber genau das zeigen kann, was auch derjenige am Ultrabook sieht. Und dann noch den Dual-Screen-Modus. Hier kann beispielsweise auf der Rückseite eine PowerPoint-Präsentation angezeigt werden, während man auf der Vorderseite die Folien sortiert. Aber zurück zum Tablet-Modus. Hier arbeitet alles solide und wie es soll. Der mitgelieferte aktive Pen reagiert auf Druck und sorgt zum Beispiel dafür, dass Zeichnungen mit einem Pinsel so realistisch wie möglich visualisiert werden. Eigentlich alles schön und gut, wenn die Technik funktionieren würde, wie sie soll. So kam es bei uns des Öfteren vor, dass die Taichi Home-Taste nicht mehr reagierte und erst nach einem Neustart wieder ansprechbar war. Oder dass trotz aktiviertem Tablet-Modus der Rechner nach dem Zuklappen einfach herunterfuhr, obwohl im Taichi Home-Menü der Nahtlos-Modus aktiviert war. Die Idee im Allgemeinen ist gut,
die Umsetzung dagegen miserabel. Was vielleicht auch bedacht werden sollte, von dem eingangs angesprochenen Speicherplatz von 128 GB sind im Endeffekt nur 65 verfügbar. Der Rest geht für Betriebssystem, eine Litanei an Asus-Programmen und der Wiederherstellungspartition drauf. Und vielleicht noch fix ein Wort zum Akku. Der ist so lala. Je nach Auslastung, Helligkeit oder aktiviertem WLAN-Port geht das Taichi 21 nach 3 bis 5 Stunden in die Knie. So lala ist demzufolge auch unsere Bewertung. Zum Gesamtfazit. Passend aus einer britischen Comedy-Serie kopieren wir mal folgende drei Wörter. Oh mein Gott! Man könnte meinen, das alles sei ein schlechter Scherz von Asus. Zumal zum jetzigen Stand mehr als 1000 Euro für das Ultrabook abverlangt werden. Wer mit Kinderkrankheiten und Softwareproblemen leben kann, darf gern zuschlagen und wir hätten fast nur 2,5 Sterne gegeben. Die gute Hardware holt aber nochmal ein wenig raus. Somit gibt's von uns für das Taichi 21 nur 3 von 5 Cyberstars.